Haben wir ihn da etwa schon erwischt? Habt ihr es gesehen? Ich weiß, ich habe schon sehr oft gefragt, ja? Wie kann es Cheater geben? Warum? Ich weiß, es gibt einige Leute mit kleinen Schniedeln, aber warum müssen die gerade Counter-Strike spielen? Können die nicht einfach was anderes spielen und dann cheaten? Oder sich einfach ein fettes Auto holen? Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Overwatch-Video. Ich versuche jetzt hier wirklich noch mit allen Mitteln, trotz meiner Prüfungszeit, jeden Tag ein Video rauszukloppen. Es ist gerade mitten in der Nacht und ich mache jetzt einfach schnell ein paar Aufnahmen. Ich will auf keinen Fall, dass meine Qualität sinkt und das wird sie auch nicht. Es kommt niemand short. Gehen alle Mitte durch. Ah, einer kommt jetzt short. Die Bombe geht jetzt short. Er kann sie hören. Er kommt jetzt gleich angeschlichen. Wir schauen mal. Okay, alles klar. Haben wir ihn da etwa schon erwischt? Habt ihr es gesehen? Man hat den Kopf des Gegners gesehen und er aimt einfach schon mal so ein bisschen runter, dass er dann gleich drauf ist. Wallhack würde ich sagen, oder? Das kann er mir nicht, oder ich meine, es könnte eine extrem zufällige Bewegung gewesen sein. Aber man sieht halt, wir sehen ja hier, er kommt in sein Sichtfeld, er aimt schon mal runter, also das kann er mir nicht erzählen, dass es jetzt, also ich bin jetzt einfach voreingenommen, ab jetzt schon. Und wenn er auf Wallhack besonders achtet, aber guck mal. Er weiß halt auch genau, dass da jetzt einer drin steht. Ich würde jetzt schon auf Wallhack plädieren, aber wir warten jetzt mal noch ein bisschen ab. Wenn jetzt nichts mehr passiert, gebe ich ihm keinen Wallhack. Weil ich es dann als Zufall ansehe. Aber sobald jetzt noch irgendeine Kleinigkeit geschieht, hat er den Wallhack sicher. So, er ist jetzt alleine gefragt. Passt mal auf. Er tut so, als würde er darüber gucken, als wenn er was sehen müsste. Er weiß doch, dass beide da sind. Ach du Scheiße. Wow, das war knapp. Aber in so einem Moment, wie er auch eben voll auf ihn drauf geaimt hat. Das ist schon. Er war sich jetzt ganz sicher, dass er nicht irgendwie auf den Spot geschlichen ist in der Sekunde, wo er da oben rumgelaufen ist. Er hat sofort darunter geguckt. Ich würde ihm gerne einen Wallhack drücken. Wie sieht's bei euch aus? Ich bin froh, dass ich das noch aufnehmen kann hier. Es ist jetzt schon Sonntagmorgen. Montag ist meine Prüfung in der Früh. Es ist jetzt Sonntag 3 oder 3:30. Eigentlich kann ich bis um 12 pennen und dann lernen und den Scheiß schneiden. Ich meine, wer lernt schon komplett durch? Das macht ja eh kein Schwein. Meine Freundin ist da. Natürlich will ich mit ihr auch Zeit verbringen. Achtung! Könnte jetzt auch so geschehen sein. Ohne Wallhack, den er ganz sicher hat. Klar, wir wissen es ja schon. Achtung, Achtung, mal gucken, was er jetzt macht. Ah, hier ist halt blöd, das mit der Höhe zu erkennen. Aber vorhin hat er eindeutig schon in die richtige Höhe geaimt. Guck mal, dieser Zug gerade eben. Kurz nach rechts, weil er den gesehen hat. Also ich würde sagen, er hat Wallhack. Ich denke, meine Argumentation ist auch ganz... Und das war ja wohl geprefired ohne Ende, oder? Schade, dass ich nicht zurückspulen kann. Fuck, man. Das war einfach durch den Wallhack schon mal geprefired, oder? Weil er wusste, er kommt jetzt gleich. Aber er ist halt angehalten. Ja. Hat er jetzt sogar noch einen Aimer drin, oder war das jetzt lucky? Mit der Deagle weiß ich nie. Die Deagle schießt eh so komisch, dass man wirklich neben ihn schießt und man drückt lieber einen Header rein. Ist mir auch schon passiert. Da würde ich jetzt wirklich nichts sagen. Vor allem, wenn man in der Bewegung ist. Da ist es ganz klar, dass... Ne, und so ist. Aber ich würde jetzt sagen, es waren jetzt schon 3 Punkte, wo ich den Wallhack erkannt habe. Ich bin mir sicher, dass es einige unter euch gibt, die sagen, ich würde ihm jetzt noch keine Wallhack drücken. Natürlich bin ich mir auch sicher, dass es jetzt viele gibt, die auch schon sagen, du hast recht, das ist Wallhack. Was macht er denn jetzt? Okay. Hat er ihn gesehen? Hat er sein Köpfchen davor schon kurz gesehen? Das habe ich jetzt echt nicht gesehen, aber es sah für mich schon wieder so aus. Wisst ihr, der ist hier runtergegangen, sehr nah an der Wand. Man konnte keinen Kopf sehen. Er weiß durch die Wand, dass er da unten steht. Also zieht er schon mal genauer hin und der andere geht dann hier so rum. Also näher hinten rum und ist dann im richtigen Winkel. So, passt auf. Es kommt gleich... Nee, immer noch keiner. Und hier, er schaut gar nicht weiter bei der Kiste. Also ich aim da immer noch mal ein paar Sekunden zur Kiste hin, falls er es nochmal versucht hochzuspringen. Weil er nie im Leben so schnell verschiebt, dass er jetzt auf einmal auf kurz auftaucht. Ganz, ganz sicher ist der Wallhack am Start. Selbst falls es nicht ist, habe ich mich jetzt selbst schon durch meine Laberei so überzeugt. Und wahrscheinlich einige von euch auch, dass wir sagen, da ist Wallhack am Stissel. Ich weiß, ich habe schon sehr oft gefragt, ja. Wie kann es Cheater geben? Warum? Ich weiß, es gibt einige Leute mit kleinen Schniedeln, aber warum müssen die gerade Counter-Strike spielen? Können die nicht einfach was anderes spielen und da dann cheaten? Oder sich einfach ein fettes Auto holen? Warum können die nicht einfach sowas machen, so Standardkram? Guck mal, er ist auch noch scheiße schlecht. Guck mal, wie er spielt! Als wenn er Querschütz gelähmt wäre. Achtung, Achtung. Hat er verdient, den Headshot. Ich krieg einfach einen Aggress gegen solche Leute, das ist zum Kotzen. Die machen einem das Spiel dann madig in der Runde. Und vor allem beeinflussen sie ja trotzdem alle Mitspieler. Es gibt ja Leute, die leicht beeinflussbar sind, die sagen dann sofort, wenn das Spiel schwierig ist, das ist ein Cheater. Was ja wiederum für das Team, wo du jemanden hast, der glaubt, dass es Cheater sind, das zieht wieder alle runter. Weil es nämlich einen im Team gibt, der davon überzeugt ist, der spielt dann direkt so ein bisschen, als hätte er aufgegeben und der Rest leidet dann darunter. Also ein Cheater macht nicht nur direkt sein Scheiß, dass er eben einfach cheatet und das Spiel unfreudig macht, sondern er sät auch einfach Zwietracht, weil man nämlich natürlich auch dann Streitereien anfängt von wegen, der cheatet doch nicht aus Lavastuhl, doch, der cheatet. Es sind einfach so viele Faktoren, die durch die Hunde verschlimmert werden. Guck mal, er weiß ja, dass da oben einer steht. Er will ihn haben. Er weiß auch, dass da einer steht.
Mal gucken, was er mit dem da oben macht. Das will ich jetzt mal sehen. Ja gut, das wäre ihm jetzt zu auffällig. Mit seiner kleinen Worm. Mit seiner kleinen Wormgott spielt er da. Oh, passt auf. Was war das? Er guckt ihn an und aimt nicht. Er guckt einfach nur. Gerade eben haben sich die Mates am Spawn angeschossen. Ich war kurz in der Spulerei. Aber das hat uns eigentlich nicht zu interessieren. So, passt auf. Unten ist wieder einer. Auf Mitte. Achtung, er kommt. Hat er das gehört? Ich glaube nicht. Warlock. Verschissener Wallhacker. Da kommt einer Todesgang gleich durch. Achtung. So, hier wartet er jetzt. Guck dich dieses Arschloch an. Guck dich dieses räudige Arschloch an. Hat er eigentlich am Schluss nochmal ein Aimbot? Vorher hat er ein paar Mal frei geschossen, praktisch frei hin. Nicht frei, ihr wisst, was ich meine. Da hat er so schlecht gespielt. Und diese Stücke, wo man die Leute immer nur in so einer Mikrosekunde sieht, durch den Atomschlitz, da macht er immer voll die Klatsche. Pass mal auf. Da unten ist jemand. Guck mal, er fängt an zu schleichen. Eigentlich grundlos. Und aimt dahin. Er hat ihn nicht gesehen. Ja, scheiß doch auf diesen Sohn drauf, Alter. So, mein Sohn, View Assistant. Beim Rest bin ich nicht sicher. Man soll ja nur Dinge drücken, bei denen man sich auch sicher ist. Er bekommt bei mir auf jeden Fall einen Vision Assist, weil er durch die verschissenen Wände geguckt hat. Ich hoffe, er wird gebannt. Ich hoffe, das Video kommt rechtzeitig bei euch an. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben gebe. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach oben gebe. Und mir schreiben, dass es euch nicht gefallen hat. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hey.